Noch 2 Wochen, noch 2 Wochen Hausunterricht. Mensch, Papa, was ist denn los? Ihr seid noch mindestens 2 Wochen zu Hause. Das heißt Unterricht, zwischendurch arbeiten, Meetings, Unterricht, zwischendurch arbeiten, einkaufen. Und es geht immer so weiter. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich weiß einfach nicht, wie ich das schaffen soll. Keine Ahnung, wie ich das schaffe. Stöhne. Was ist denn los? Ja, Papa beschwert sich, dass die Schule nicht wieder anfängt. Oh, ich kann es mir vorstellen. Der jammert, ne? Ja. Ich kann das Gejammer auch nicht ertragen. Nur noch das Meeting. Ich kann nicht mehr. Kann mir jemand putzen? Ich weiß nicht, was ich kochen soll. Ich kann sein Gejammer auch nicht mehr hören. Ja. Ich verstehe dich. Weißt du was? Nein. Jetzt ist dieses Dings da vorbei. Du weißt schon, das mit den Blüten und den Kerzen. Ostern. Ostern. Ja. Ostern vorbei und nichts hat sich geändert. Ja, nee, so ist das nicht. Jesus ist ja da. Er ist wieder da. Wie wieder da? Auch noch? Langsam wird's voll hier drin. Wo ist er denn? Ohne da zu sein. Hä? Da sein, ohne da sein? Ja. Das gibt's nicht. Doch, das gibt es. Ja, wie denn? Ja, wenn du nachdenkst. Aha! Ja, pass auf. Du siehst mich nicht, ich sehe dich nicht und trotzdem bin ich da. So etwa? Nein, Noah, man kann dich immer noch sehen. Ach so. Klar, jetzt aber, warte. So stimmt's, ne? Nö, ich höre dich immer noch. Hören. Mist. Warte einen Moment. Und, wie ist jetzt? Noah, ich sehe dein Tuch. Warte, jetzt aber. Ich höre dich. Warte. Ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Eins, zwei und drei. Was sagst du jetzt? Ich höre dich leiser, aber ich höre dich. Okay, zählmal bis drei. Eins, zwei, drei. Und jetzt? Noah, ich fühle deine Hand. Also, du meinst echt, Jesus ist überall. Ja. Hier auch? Ja. Hier? Ja. Auch hier? Ja. Und hier? Ja. Und hier auch? Ja. Also immer und überall. Ja. Das muss echt ein super Zaubertrick sein von dem. Noah, das ist kein Zaubertrick. Was denn sonst? Er ist in meinem Herzen. Was? Und Da das, drin? ja, und das kann ich dir nicht beweisen. Das fühle ich. Das fühlst du? Ja. Hm. Weißt du nur, ich glaube, ich erzähle dir meine Geschichte. Oh ja, eine Geschichte. Los geht's. Jesus war tot, gekreuzigt, gestorben, begraben. Vor 3 Tagen war das passiert. Jesus war fort und die Jünger waren alleine. Zwei von ihnen gehen traurig eine Straße entlang. Sie flüstern, alles ist aus. Alles ist umsonst gewesen. Gott hat uns verlassen. Jesus ist tot. Plötzlich geht noch einer mit. Sie erkennen ihn nicht. Ein Fremder. Er fragt: Was redet ihr denn da? Warum seid ihr so traurig? Der eine Jünger sagt: Jesus von Nazareth ist tot. Er war unser Freund. Sie haben ihn umgebracht am Kreuz. Er war ein besonderer Mensch. Er war ein Mann Gottes. Er hat uns so viel Gutes getan. Er hat Menschen geheilt und versöhnt.
Der andere Junge schluckt. Und wir haben geglaubt, er wäre der von Gott gesandte Retter. Dass er für Gerechtigkeit sorgt, dass keiner mehr leiden muss, niemand mehr arm oder unglücklich ist. Aber er ist tot. Sie haben ihn getötet. Alles war umsonst. Wir haben so gehofft. Alles vergebens. Der Fremde hört zu. Der Fremde hört genau zu. Dann bleiben sie stehen. Der Fremde schaut sie an. Versteht ihr denn nicht, dass das alles so kommen musste? Kennt ihr denn nicht die Bibel? Und der Fremde redet und erzählt viele Geschichten aus der Bibel. Von dem Retter, den Gott schicken wird. Und von Gottes Liebe, die stärker ist als alles. Sogar stärker als der Tod. Es ist dunkel geworden. Da liegt das kleine Dorf Emmaus vor ihnen. Der Fremde will sich verabschieden. Doch die Jünger wollen ihn nicht gehen lassen. Bleib bei uns. Es ist doch schon spät. Da ist ein Gasthaus. Die drei gehen hinein. Ein einfaches Abendessen. Brot, Wein. Der Fremde nimmt Brot und Wein, spricht ein Dankgebet, nimmt das Brot, bricht es in Stücke und reicht es den Jüngern. Er lächelt sie an. Und plötzlich ist es so, als ob die beiden erst jetzt richtig sehen können. Ist es möglich? Jesus? Und im selben Moment ist er verschwunden. Die Jünger sehen sich an. Sie stammeln. Sie ahnen. Sie freuen sich. Das muss Jesus gewesen sein. Unsere Herzen haben gebrannt, als er mit uns sprach. Das war Jesus. Jesus lebt! Die Jünger springen auf. Sie laufen so schnell sie können zu den anderen zurück. Und schon auf der Straße rufen sie laut: Jesus lebt! Der Herr ist auferstanden! Wir haben ihn gesehen! Ich habe den Herrn, ich habe den Herrn, ich habe den Herrn gesehen und er hat mich zu euch gesandt, dass ihr es wisst. Ich habe den Herrn, ich habe den Herrn, ich habe den Herrn gesehen und so, ihr Lieben, Osterferien sind vorbei und Hausunterricht fängt an. Vielleicht habt ihr gehofft, dass nach den Osterferien die Schule wieder ist. Eure Eltern haben das auch gehofft und ich auch. Nur ist es anders. Es scheint so, Ostern vorbei, alles wie vorher. Aber das stimmt nicht. Osterfest, das kann vorbeigehen. Aber was an Ostern passiert ist, ist immer noch. Jesus ist da, überall. Hier, da, da, da. Hier und ganz fest in unseren Herzen. Jesus ist nicht so da, dass wir ihn sehen können mit den Augen oder dass wir ihn festhalten mit unseren Händen, aber trotzdem so sicher und nah bei uns, wie es nur gehen kann. Die Liebe, die du in deinem Herzen spürst, die erinnert dich daran. Jesus ist da, er begleitet dich auf jedem Weg, bei allem, was auf uns zukommt. Das Osterfest ist vorbei, die Ferien, aber Ostern ist immer noch. Wir sind nicht allein, niemals. Bleibt gut behütet und geduldig mit euren Eltern.